Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es endlich mein Video über meine Geschenke, die ich zu meinem 18. bekommen habe. Ich bin vor knapp einem Monat 18 geworden, also am 27. Februar. Und ja, ich bin volljährig. Ich kann es doch immer nicht glauben. Ich hatte eine unglaublich coole Party mit meinen besten Freunden. Ich hatte wirklich die allerbeste Zeit und ich habe wirklich wunderschöne Geschenke bekommen. Und ich wollte euch die einfach zeigen. Einfach, weil ich sehr gerne diese Videos schaue und ihr sehr gerne diese Videos schaut. Ich will einfach nicht diesen Standard-Disclaimer machen. Leute, wenn ihr wisst, dass ihr solche Videos hasst, wenn ihr das nicht mögt, wenn Leute angeben mit ihren Geschenken, dann bitte einfach wegklicken, weil wir sparen uns dann einfach die Negativität. So, für die, die noch dran geblieben sind und noch nicht auf meinem Kanal waren, bitte abonniert meinen Kanal. Wir sind fast bei 20.000 Abonnenten. Ich kann es noch immer nicht glauben. So viele Menschen. Deshalb würde ich mich sehr, sehr freuen über ein Abo und dann geht es sofort los mit den Sachen. Ich fange jetzt einfach mal an mit Alkohol. Dann haben wir das aus dem Weg geschaffen. Ich promote hier nicht Alkohol und ich sage euch nicht, dass ihr Alkohol trinken sollt, aber ich habe nochmal ein Alkohol geschenkt bekommen und das werde ich euch jetzt einfach zeigen. Ja, ihr werdet ein bisschen lachen, weil ich glaube, meine Freunde denken, ich wäre ein Alkoholiker. Bin ich nicht. Aber egal, auf jeden Fall. Ich habe eine 3 Liter Wodka geschenkt bekommen. Ich finde das so witzig. Ich finde die sieht einfach so geil aus. Übrigens stand die auf meiner Party und die ist dann einfach halb leer getrunken. Und ich habe keinen Schluck davon getrunken. Dann habe ich so ein mega cooles Bier bekommen und zwar Pale Ale. Habe ich noch nie gesehen, aber habe ich auch bekommen. Dann habe ich 3 dieser Tüten bekommen. In dieser hier befindet sich eine mega fancy Flasche und zwar Seco Fifth Avenue. Habe ich auch noch nie getrunken. Dann habe ich noch eine Flasche Veuve Clicquot Rosé bekommen. Also wenn ich fertig bin mit meiner letzten Arbeit für dieses Trimester, werde ich diese hier als erstes trinken. Und dann habe ich von meinen besten Freundinnen noch eine Mouet bekommen. Yes. So, kommen wir dann also zu den normalen Geschenken, also den Nicht-Alkohol-Geschenken. Erstmal zeige ich euch einfach, was ich von meinen Eltern bekommen habe. Ich habe das schon eigentlich im Vlog gezeigt. Ich habe dann einen Kommentar bekommen, den ich ziemlich unverschämt fand, dass diese Kette billiger aussehe als meine Tiffany's Kette. Leute, auch wenn das der Fall wäre, ich finde, das kommentiert man einfach nicht. Auf jeden Fall habe ich diese Kette hier geschenkt bekommen. Ja, diese Kette hat schon eine Bedeutung für mich und meine Mama. Also ich habe die halt von meinen Eltern bekommen. Als ich geboren wurde, hat meine Mama diese Kette hier geschenkt bekommen. Also nicht diese, sie hat ihre eigene. Sie hat nur eine goldene Kette und meine Kette ist weiß-gold. Und hier in der Mitte ist so ein kleiner Diamant. Also das ist ein Diamantstein. Und die Kette werde ich jetzt immer tragen. Einfach so, dass ich meine Mama, also beziehungsweise meine Eltern immer bei mir habe. Und ich bin wirklich sehr verliebt in diese Kette. Und ich finde, das ist wirklich ein wunderschönes 18. Geburtstagsgeschenk, weil ich davon wirklich ewig was haben werde. Also ewig, für immer. Dann von meiner Oma habe ich dann diesen Pyjama hier geschenkt bekommen. Der ist aus Seide. Super, super schön. Sehr, sehr schöne Farbe. Perfekt für den Sommer. Für diese heißen Sommertage, wo man nicht schlafen kann. Und das ist übrigens die passende Hose. Da habe ich mich wirklich sehr, sehr drüber gefreut, weil das gibt mir einfach diese übelsten Blair World of Vibes. Und zwar habe ich von meinem Freund dann diesen Pulli hier geschenkt bekommen. Und zwar ist das einfach ein Champion-Pulli. Hier steht auch nochmal Champion und hinten auf dem Rücken steht auch nochmal ein C. Und ich finde diese Farbe einfach so, so, so wunderschön. Und er wusste auch, dass ich diesen Pulli gerne haben möchte. Und zwar habe ich ihm im Januar ein Foto geschickt, weil er immer Bescheid weiß, wo Sachen released werden und wo ich bestimmte Sachen finde. Und auch in Rotterdam und Amsterdam gibt es mehr Läden, wo es Champion gibt. Und ja, da habe ich ihm dieses Foto hier geschickt von Josephine. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird noch. Und sie hatten so, so viele Fotos mit demselben, also mit einem Champion-Pulli gepostet in der gleichen Farbe, nur ein anderes Modell. Und er hat gesagt, es war so schwer, diesen Pulli zu finden und ich finde ihn wirklich wunderschön. Und ich liebe es auch, dass er eine Kapuze hat und ja. Und dann habe ich von ihm noch eine Eintrittskarte für den Europapark bekommen, weil wir schon ewig in den Europapark zusammen gehen wollten, aber noch nie waren. Und da habe ich noch eine Eintrittskarte bekommen, das finde ich auch super cool. Ich liebe Europapark. Europapark ist wirklich immer super spaßig. Von meinen 3 besten Freundinnen habe ich, wie gesagt, ein Champagner bekommen und noch einen Gutschein, also ich zeige euch jetzt nicht, was drauf steht. Ich habe noch einen Gutschein bekommen für einen Tag mit ihnen, also einen Ausflug in eine Stadt, also beziehungsweise nach Köln. Und das finde ich einfach eine mega schöne Idee, weil davon hat man einfach so, so viel. Man kann einfach Zeit zu viert verbringen, weil wir halt wegen der Schule und so, weil wir immer weg sind auf Reisen,
haben wir nicht so viel Zeit miteinander und wir sehen uns nicht so oft. Und finde ich wirklich sehr, sehr schön, dass wir halt zusammen einen Tagestrip irgendwo hin machen können. Und da können wir einfach Mädelsachen machen, shoppen, Fotos machen. Ja. Hey Leute, ich muss euch sagen, die geilste Karte ever. Ja, diese Karte habe ich hier geschenkt bekommen. Ich finde die so geil. So geil. Ich liebe Karten und die hier ist so geil. Und, achso, übrigens zeige ich euch nicht mehr, von wem ich was bekommen habe, weil euch würde das nicht bringen, wenn ich euch sage, ich habe das von dem und dem bekommen. Aber ich habe mich wirklich über alle Sachen gefreut und wirklich, Leute, wie ihr das seht, von euch, ihr seid wirklich die Besten. Und dazu habe ich dann eine Kiste bekommen. Die Kiste ist auch mega cool, so eine glitzernde Kiste. Die werde ich auf jeden Fall behalten, also nicht wegschmeißen. Da drin war als erstes. Und wie ihr wisst, habe ich mir das so gesagt selbst erfüllt. Zu meinem 18. habe ich mir einen Helix stechen lassen. Und ich habe einen wunderschönen Helix bekommen. Ich kann den erst in mehreren Monaten tragen, aber wenn mein Helix geheilt ist, dann werde ich diesen sofort drauf machen. Und er ist wirklich so, so schön. Dann habe ich was von La Durée bekommen. Ich war so, yes, Macarons. Und dann habe ich so drauf. Also sie war nur so, ja, das sind keine Macarons. Und ich so, ich finde es so schön. Ich wollte es mir auch immer kaufen. Aber ich habe es nie getan. Und in dieser wunderschönen Box kommt dieser wunderschöne Schlüsselanhänger. Dieser klassische La Durée Schlüsselanhänger. Aber ich finde den so süß. Ich schwöre euch, wenn ich meinen Führerschein habe in 3 Millionen Jahren, wahrscheinlich erst, werde ich das sofort an den Schlüssel machen oder auch an meine Tasche oder so. Das ist halt dieser klassische, wunderschöne La Durée Schlüsselanhänger. Love it. Dann habe ich noch eine Foundation bekommen. Und ich weiß, dass Pia mein Video jetzt schauen wird. Es ist einfach die beste Foundation, die ich je hatte. Ich habe die auch gerade drauf. Und ich habe nie dran gedacht, mir die zu kaufen, weil ich finde so, Amerikaner halten die, also Jaclyn Hill und so, aber die halten mir alles. Und als ich die bekommen habe und aufgetragen habe und getragen habe, war ich nur so, die hält auch noch perfekt. Und ich finde so, ich habe eine neue Lieblingsfoundation. Und zwar ist das die Dior Skin Forever Foundation. Von den Eltern von meinem Freund habe ich das dann noch bekommen und das ist wirklich so geil. Ich wusste gar nicht, dass sowas existiert, aber es ist wirklich Hammer. Die Marke heißt Stacker und das ist so eine Kiste, beziehungsweise so ein Kistensystem für Schmuckaufbewahrung. Wie ihr seht, habe ich hier oben was für Ringe. Oh mein Gott. Wie ihr seht, habe ich hier oben was für Ringe. Ich habe noch gar nichts für Ringe in meinem IKEA-Regal und das werde ich auf jeden Fall benutzen. Und hier unten ist einfach eine Kiste, wo ihr Uhren reintun könnt, wo ihr Armbänder reintun könnt. Und mir gefällt das Design einfach super gut und auch, dass ihr das so stapeln könnt. Also für die, die halt nicht so viel Platz haben, ist das auch wirklich perfekt. Und ja, kann ich euch echt empfehlen. Finde ich echt mega. Dann habe ich von Conplot ein Armband bekommen, was ich auch so, so süß hat. So, so süß finde. Ich habe das bis jetzt in meiner Kiste gehabt. Und Leute, das Armband ist echt wunderschön. Ich liebe so Glitzer und shiny Sachen. Und wie ihr seht, hat das hier so Steine. Und das legt ihr dann einfach an und dann sieht das so aus. Ich finde es einfach so filigran und süß. Ich liebe filigranen Schmuck und das Armband werde ich auf jeden Fall sehr oft tragen. Ich habe dann noch einen Sephora-Gutschein bekommen und ja, den Gutschein werde ich gut verprasseln, weil da kann ich mir endlich mal eine Palette kaufen, die ich schon lange haben wollte. Beziehungsweise ich will mir einfach eine neue Palette kaufen, weil ich benutze immer nur die gleichen Produkte und ja, ich will einfach eine neue Palette und ich finde, dieser Gutschein ist echt perfekt. Ich habe dann noch diese Kiste hier bekommen. Ich finde, wieder mal, Leute, ihr habt euch alle so Mühe gegeben mit den Verpackungen. Ich finde, Verpackungen, da kriegt ihr mich schon. Wenn ihr eine schöne Kiste habt mit einem Brief drin, dann bin ich schon zufrieden. Und ja, ich habe auf jeden Fall diese wunderschöne Kiste hier bekommen. Und da drin waren ein paar Sachen, was ich auch schon krass fand, dass die sich Mühe gemacht haben, so viele Sachen zu kaufen. Und zwar als erstes mal ein Bikini und der Bikini, der trifft ja mal sowas von meinem Geschmack. Das ist einfach so ein schwarzer Bikini, der vorne so aussieht. Und dann habe ich noch die passende Hose dazu bekommen. Sehr schön. Dann habe ich noch einen mega süßen Pyjama bekommen und ich finde es einfach super, dass ich ein Pyjama bekommen habe, weil
ich nur so T-Shirts und so trage zum Schlafen. Das ist viel schöner, wenn man sowas trägt. Und zwar so ein sehr, sehr süßes, sanftes, filigranes, hellrosanes Top mit der passenden Hose. Und wie gesagt, ich habe da wieder Blair Waldorf Vibes. Also ich werde wie eine Prinzessin drin schlafen. Und dann habe ich noch einen Taschenanhänger, so einen Felltaschenanhänger bekommen. Das ist kein Echtfell. No hate. Und den werde ich auch an meine Tasche machen. Das passt super gut zu meiner kleinen Tasche. Da werde ich den einfach dran machen. Ich finde den echt mega süß. Und auch die Farbe passt perfekt. Ich liebe Grau und so. Grau, Fledertöne. Liebe ich. Und zwar habe ich noch eine Box von Lush bekommen. Also von Freundinnen, aber die ist von Lush. Und da drin waren halt verschiedenste Lush-Produkte. Ich nehme die jetzt nicht alle raus, aber eine Handcreme, Exfoliator, Badebomben, was ist das denn hier? Gesichtscreme. Und dann war noch ein Eyeliner drin, was ich sehr cool finde von Sephora. Weil, wie ihr wisst, ich trage gerade einen Eyeliner, aber ich bin immer auf der Suche nach neuen Eyelinern und Eyelinern, mit denen ich gut klarkomme. Und deshalb, ja, finde ich das sehr cool und ich finde Lush-Badebomben kann man immer benutzen, also... So, ich habe nur noch 4% Akku, aber ich bin fertig mit dem Video und ich hoffe wirklich sehr, dass dieses Video euch gefallen hat. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Ich bin wirklich the luckiest girl alive und ich habe wirklich die besten Freunde, den besten Freund, die beste Familie. Danke nochmal an jeden von euch. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Video.